Hallo, wir sind wieder vom Autohaus Burmeister. Mein Name ist Jens Strattmann und heute will ich euch unseren Neuzugang vorstellen, und zwar einen VW Taigo. In der Ausstattung Style, wie ihr sehen könnt hier schon, er hat LED-Scheinwerfer. Hier unten hat er noch eine Lichtleiste, also wunderschöne neue Optik. Gefällt mir persönlich sehr gut. Wenn wir jetzt weitergehen zum Auto, also er hat einen 1-Liter-Motor mit 116 PS. Reicht vollkommen aus für das Auto, ist ein Benziner mit einem Schaltgetriebe. Und wenn wir von draußen schauen, hat er schöne glanzgedrehte 17 Zoll Alufelgen. Passt wunderschön zu der Farbe des Autos. Ihr seht es, er ist ja in Schwarz. Hat hier hinten abgedunkelte Scheiben und hier oben eine silberne Dachreling. Also sehr schönes Auto von der Optik her zu sehen. Ein kleiner SUV, spricht, denke ich mal, sehr, sehr viele Leute an. Wenn wir langsam ums Auto mit rumgehen, seht ihr von hinten gleich einmal, er hat auch eine Rückfahrkamera, er hat Parksensoren vorn und hinten, also die Pieper. Und wenn man rückwärts fährt, hat man natürlich die Kamera noch mit bei und hat eine bessere Übersicht dabei. Wenn wir einmal in den Kofferraum des Autos schauen, sehen wir klein, aber fein. Reicht vollkommen aus, dass man das Gepäck alles mitkriegt. Eine schöne gerade Ebene zum Ein- und Ausladen. Und wenn, dann kann man das auch noch verstellen. Und hier unter sieht man dann noch einmal das Pannenset. Und man kann den Kofferraum noch vergrößern oder unten in die Mulde noch mehr reinlegen. So, das Auto hat natürlich auch viele Sachen drinnen zu bieten. Wir gucken da jetzt gleich einmal rein und dann erzähle ich euch noch ein paar Highlights und stelle euch das Auto noch mal ein bisschen mehr vor. Dann kommt mal einmal mit. Angekommen im Auto. Ich glaube, ich habe draußen gesagt Schaltgetriebe. Ihr seht jetzt natürlich, es ist ein Automatikgetriebe. Das Auto hat eine Erstzulassung von 11,21 und einen Kilometerstand von 1300 Kilometer. Also er wartet noch auf das Einfahren. Er wurde nur kurz bewegt und freut sich natürlich dann über den neuen Besitzer. Was hat er drinnen zu bieten? Ihr seht, digitales Cockpit, Kombi-Instrument, wunderschön zu sehen. Gute Optik, gute Farbgestaltung möglich. Er hat einen Abstandstempomaten, er hat einen Fernlichtassistenten, er hat einen Lichtsensor. Er hat ein Radio auch mit DAB, Klimaautomatik, also alles die Sachen, die man braucht zum Autofahren, um sich drinnen wohlzufühlen. Ihr seht die guten Sitze, sehr gut verarbeitet, finde ich persönlich sehr, sehr schön. Und das Auto wartet auf euch, möchte gerne eine Probefahrt haben. Guckt, wenn euch das Auto interessiert und das Interesse geweckt hat, ruft uns an, meldet euch und dann bekommen wir das alles hin. Wir würden uns sehr freuen. Euer Autohaus Burmeister. So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr habt einige Informationen über das Auto erhalten, dass es euch weitergeholfen hat. Falls noch Fragen auftreten, stehen wir natürlich gerne zur Verfügung. Ihr könnt uns anrufen oder auch eine Mail schicken und da können wir alle weiteren Details klären. Im Video kann man immer kurze Berichte zeigen, immer ein paar Details, aber das andere muss man eben telefonisch nochmal machen oder eben vor Ort sich das Auto anschauen, eine Probefahrt. Und dafür stehen wir immer bereit, meldet euch bei uns und wir wollen einen zufriedenen Kunden, ein zufriedenes Autohaus, das gesamte Paket muss stimmen. Ihr könnt unseren Videokanal, könnt ihr auch abonnieren und ihr könnt natürlich auch weitere Videos könnt ihr euch anschauen. Das ist immer alles möglich. Meldet euch bei uns, wir freuen uns auf euch, euer Autohaus Burmeister.